Bundeskanzler Olaf Scholz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, verehrter Kollege Merz, ich habe Ihnen eben sehr genau zugehört. Ich will Ihnen eins antworten. Unterschätzen Sie unser Land nicht, unterschätzen Sie nicht die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. In schweren Zeiten wächst unser Land über sich selbst hinaus. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird. Bund, Länder und Kommunen, Politik, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber und Betriebsräte, Unternehmen und Gewerkschaften. Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land. Und das ist jetzt das Falsche. Ja, das mag so sein, dass Olaf Scholz das auch so sieht, dass man sich da zusammen unter die Arme fasst und gemeinsam schreitet, wie es auch immer bei den Sozialisten der Fall gewesen ist. Das große Problem wird sein, dass viele, viele Firmen und viele Privathaushalte, und deswegen gibt es ja auch die sogenannten Entlastungsprogramme, das völlig anders sehen als Olaf Scholz. Die sind am Ende, die müssen möglicherweise sogar Insolvenz anmelden. Und da bin ich gespannt, ob sich diese Menschen dann wirklich noch aufgehoben fühlen und unterhaken, um diese Krise gemeinsam zu beenden. Entscheidungen zu treffen, die weitreichend sind und die weitreichend auch jetzt schon umgesetzt worden sind. Etwas, auf das niemand anders sich vorbereitet hat. Wir haben zum Beispiel entschieden, um mit dieser Bedrohung klarzukommen, dass wir an den norddeutschen Küsten Flüssiggasterminals bauen, dass wir die Pipelines bauen, die dazu notwendig sind, damit wir unabhängig von Russland Gas nach Deutschland importieren können. Wir haben die Kapazitäten aus den Niederlanden, aus Belgien, jetzt aus Frankreich erweitert, weil wir ein Problem bedacht und uns vorbereitet haben, über das Sie damals noch nicht mal gesprochen haben. Und in einem Tempo, zu dem keine CDU-geführte Regierung in diesem Land je fähig gewesen ist, werden wir es schaffen. Im Januar werden die ersten dieser Terminals ihren Betrieb aufnehmen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung in Deutschland. Ja, da macht es Olaf Scholz auch wieder ein wenig einfach, denn eins ist klar, die SPD hat ja mit Angela Merkel mitregiert, und zwar die letzten 8 Jahre. Also so einfach kann sich Olaf Scholz nicht machen, da nur auf die CDU zu zeigen, vor allem, weil er in der letzten Regierung ja Finanzminister und Vizekanzler war. Haben wir dafür gesorgt, dass sich das ändert mit Gesetzen und Regelungen, die wir auf den Weg gebracht haben. Sie hatten noch nicht mal in der Opposition es fertiggebracht, das eigene Versäumnis als Problem der neuen Regierung unterzuschieben. Wir hatten es schon gelöst, bevor Sie überhaupt mitbekommen haben, dass da eins war. Das ist die Wahrheit, über die wir reden müssen. Und wären wir mit den Speichern für Gas in Deutschland so unverantwortlich vorgegangen, wie das die vorher verantwortliche Minister und die Regierung gemacht haben, dann würde ich Ihnen ausdrücklich sagen, hätten wir jetzt nicht 85% Speicherkapazität, sondern quasi nichts, so wie im letzten Jahr. Das ist der Unterschied zwischen der Union und den Parteien, die jetzt das Land regieren. Sie haben noch nicht mal gefordert, dass wir dafür sorgen sollen, dass die Speicher voll sind. Und da haben wir die Gesetze schon gemacht. Sie könnten auch mal sagen, dass Sie das eine beeindruckende Leistung finden, Herr Merz. Ja, die Generaldebatte verdient bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ihren Namen. Heißt es der Schlagabtausch dieses Herbstes. Olaf Scholz reagiert sehr, sehr emotional auf Friedrich Merz. So kennt man ihn fast gar nicht. Und es macht spannend, zuzuhören, zuzuschauen. Deswegen schnell wieder zurück. Abgeschaltet werden. Alles das haben wir auf den Weg gebracht. Das war eine notwendige Leistung mit großer Geschwindigkeit und großem Tempo, die wir hier auf den Weg gebracht haben.
Und sogar solche Fragen wie die, die Sie hier nebenbei angesprochen haben, sind längst dabei, gelöst zu werden, wie zum Beispiel, dass natürlich die Kohlekraftwerke loslegen können, auch wenn sie nicht genügend gelagert haben. Und auch die Tatsache, dass die Biomasseanlagen, dass die Solaranlagen alles an Kraft zeigen können, was sie brauchen. Das haben wir gesetzlich alles vorbereitet. Sie brauchen nur noch zugucken, wie das geschieht. Es ist schon erledigt, bevor Sie es ausgesprochen haben. Ein Gesetz gemacht, Fuel Switch, die gesetzlichen Regelungen dafür geschaffen, dass überall in Deutschland Betriebe und Unternehmen Entscheidungen treffen können, dass sie nicht auf Gas zurückgreifen müssen, sondern andere Anlagen betreiben können, damit wir gemeinsam Gas sparen und durch diesen Winter kommen. Auch das haben wir schon gemacht. Sie haben es noch nicht mal gefordert. Ja, und ich weiß, es ist für Sie sehr enttäuschend, weil Sie sich so sehr auf das Thema der Kernenergie konzentriert haben. Aber das, was wir jetzt vorbereiten, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass wir die Kernkraftanlagen, die Atomanlagen im Süden Deutschlands betreiben können, damit es niemals einen Strommangel in Deutschland gibt, auch wenn das in diesem Winter im Januar, Februar und März notwendig ist. Das ist vorbereitet und das ist die Grundlage dafür, dass das Ganze, was Sie sich schon vor zwei Wochen als rhetorisches Konzept überlegt haben, hier heute gescheitert ist. Sie reden einfach am Thema und an den Problemen dieses Landes vorbei. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn andere die Probleme lösen, die Sie noch nicht mal erkannt haben, dann reden Sie auch noch drumherum. Ja, wir sehen einen sehr emotionalen Bundeskanzler Olaf Scholz, unerwartet emotional. Man muss das fast schon als Aufwertung auch von Friedrich Merz verstehen, denn die ersten fünf Minuten hat Olaf Scholz jetzt in seiner Rede fast ausschließlich zugebracht, auf Friedrich Merz zu antworten, auf den CDU-CSU-Fraktionschef und sich zu verteidigen, seine Politik zu verteidigen, zu rechtfertigen. Und das bedeutet natürlich, dass das, was Friedrich Merz gesagt hat, Olaf Scholz durchaus zugesetzt hat. Hören wir weiter rein. Am Beginn des Jahres sagen können. Und weil wir so früh angefangen haben, als noch gar nicht ein so großes Problembewusstsein in Deutschland da war, darum sind wir jetzt in der Lage, dass wir tapfer und mutig in diesen Winter hineingehen können, dass unser Land das überstehen wird. Das ist die Sache, die wir gemacht haben. Insofern sind Sie also schief gewickelt, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben einfach an dem Thema vorbeigeredet, das unser Land wirklich umtreibt. Und wir sind jetzt dabei, die nächsten Dinge zu tun, die notwendig sind, damit die Bürgerinnen und Bürger und unsere Wirtschaft durch diese Situation kommen. Das ist jetzt eine sehr mutige Aussage von Olaf Scholz. Friedrich Merz vorzuwerfen, der die Probleme geschildert hat, der vorgetragen hat, was die Menschen und auch die Firmen umtreibt, dem jetzt vorzuwerfen, er wäre mit seiner Rede schief gewickelt. Da muss Olaf Scholz jetzt dramatisch aufpassen, dass er möglicherweise nicht schief gewickelt ist und die Dinge aus seiner Regierungsperspektive sieht, aber nicht mehr aus der Sicht von Firmenchefs beispielsweise, von Angestellten, von Rentnern und Studenten. Wir haben zwei erste Pakete von knapp 30 Milliarden Euro bereits beschlossen. Jetzt kommt eins noch mal dazu, das knapp 65 Milliarden Euro umfasst, alles zusammen eine ziemlich große Summe. Und es dient dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese Zeit kommen, dass die Unternehmen kommen, durch die Zeit kommen und dass die Arbeitsplätze gesichert werden. You'll never walk alone. Das ist das Motto dieser Regierung. Ich bin sicher, unser Land wird über sich herauswachsen. Wir werden zusammenhalten. Wir werden die Herausforderungen bestehen, vor denen wir uns jetzt befinden. Und wir werden die Probleme lösen, die wir miteinander haben, weil wir niemanden alleine lassen mit seinen Herausforderungen. Und dazu dienen auch all die Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben. Zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, dass jetzt, wo in diesem Monat die Energiepreisprämie gezahlt wird, dass alles als Möglichkeit bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern ankommt, haben wir auch entschieden, dass es auch für Rentnerinnen und Rentner und Studenten gelten soll. Das ist eine Entlastung in einer schwierigen Zeit, wo alles teurer wird. Richtig, dass wir das tun.
Wir machen eine Bürgergeldreform, die dafür sorgt, dass diejenigen, die sehr wenig Geld haben, auch durch diese Zeit kommen können, dass sie unterstützt werden. Aber vor allem sorgen wir dafür, dass all diejenigen, die in diesem Land arbeiten oder als Rentner und Rentner einmal gearbeitet haben, all die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, damit sie das finanzieren können, was an teuren Lebenshaltungskosten bei ihnen ankommt. Und das ist geschehen mit den Dingen, die ich schon genannt habe. Aber zum Beispiel auch mit der größten Wohngeldreform seit der Einführung des Wohngelds in diesem Land. 2 Millionen Berechtigte statt 700.000. Das wird unglaublich viele Familien in diesem Land besser stellen. Arbeitnehmern und Arbeitnehmern mit geringen Einkommen und Rentner und Rentner. Eine richtige, eine notwendige Entscheidung. Zum Beispiel, indem wir dafür sorgen, dass Familien unterstützt werden. Das Kindergeld wird erhöht. Die Schritte, die für das nächste und das übernächste Jahr anfallen, ziehen wir zusammen, machen es in einem Schritt mit 18 Euro. Wir sorgen dafür, dass der Kinderzuschlag verbessert wird. Da geht es für manche Familien um ein paar hundert Euro im Jahr, die sie mehr zur Verfügung haben. Eine richtige, eine notwendige Entscheidung in dieser Zeit. Wir sorgen dafür, dass diejenigen, die wenig verdienen und denen wir mit Steuerentlastung wenig helfen können, eine Entlastung bekommen, indem wir die Sozialversicherungsbeiträge, für die sie zahlen müssen, absenken und dafür sorgen, dass bis zu einem Einkommen von 2.000 Euro die Progressionszone bei den Sozialversicherungsbeiträgen fortgesetzt wird. Das sind über 1,3 Milliarden Euro Nettoentlastung für diejenigen, die am wenigsten in diesem Land verdienen und von Steuersenkung sonst nichts hätten. Nicht zu vergessen, dass gerade jetzt, wenn das stattfindet, zum 1. Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird, in einer solchen Zeit eine dringend notwendige Entscheidung, für die wir uns lange eingesetzt haben, meine Damen und Herren. Und wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger, indem wir Steuersenkung beschließen, im großen Umfang, indem wir auf die Inflation reagieren und dementsprechend das flächendeckend organisieren, mit der Anhebung des Freibetrages, mit den Steuersenkungen, die damit verbunden sind. Übrigens verknüpft mit lauter Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen oder schon auf den Weg gebracht haben, wie zum Beispiel, dass die Rentenbeiträge abgezogen werden können vom Steuereinkommen in voller Höhe. Das sind die beiden nächsten Jahre zusammen 5 Milliarden Euro Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine richtige Entscheidung und eine notwendige Entscheidung. Ja, der Bundeskanzler zählt jetzt noch einmal auf, das, was an Entlastung geplant ist, wobei man bei dem Wort Entlastung auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, denn klar ist, gerade das Thema Steuern, das Olaf Scholz gerade angesprochen hat, ist nicht so einfach zu sehen. Viele werden ja aufgrund der Inflation und damit einhergehender Lohnerhöhungen sogar mehr belastet. Deswegen ist das, was da passiert, im genau genommenen Sinne keine Entlastung zum 01.01.2023, nur eine Wegnahme der Belastung. Ein bisschen kompliziert, aber das sollte der Fairness halber einmal gesagt sein. Also keine echte Entlastung, sondern nur eine Zurückstellung des Steuertarifs aufs alte Niveau. Und wir werden deren Entscheidung und die Aktivitäten der Unternehmen unterstützen, indem wir sagen, wenn jetzt wegen dieser Preissteigerung, der höheren Energiekosten, die Sozialpartner, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber vereinbaren, dass es höhere Sonderzahlungen gibt, dann werden wir bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei ermöglichen. Das ist eine konkrete Botschaft des Zusammenhalts in Deutschland und eine Botschaft der Sozialpartnerschaft. Sehen also, wir haben sehr viel gemacht, um die drängenden Probleme vieler Bürgerinnen und Bürger in den Griff zu bekommen. Und wir werden das auch weiter tun, weil das notwendig ist. Die Maßnahmen, die wir gemacht haben, haben ja auch große Erfahrungen mit sich gebracht. Viele haben hier sehr skeptisch diskutiert. Ich erinnere mich an einige Äußerungen aus der Union, wenn ich das richtig höre, erinnere, dass wir das 9-Euro-Ticket einführen. Und ich sage ausdrücklich, das war eine große Sache. Die Skeptiker hatten nicht recht. Und deshalb wird es eine Fortsetzung geben für eine Lösung, die das möglich macht, bundesweit abonnierbare, digital buchbare Tickets zu haben, die zu einem vertretbaren Tarif überall in Deutschland die Nutzung des Nahverkehrs möglich machen. Eine gute Entscheidung, aus der Krise gewachsen, aber für viel, viel längere Zeit sinnvoll.
Was dann natürlich dazu kommt, ist, dass wir die Herausforderungen bewältigen müssen, die mit den steigenden Energiekosten verbunden sind. Kollegen, verehrter Kollege Merz, ich habe Ihnen eben sehr genau zugehört. Ich will Ihnen eins antworten. Unterschätzen Sie unser Land nicht. Unterschätzen Sie nicht die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. In schweren Zeiten wächst unser Land über sich selbst hinaus. Wir haben eine gute Tradition, uns unterzuhaken, wenn es schwierig wird. Bund, Länder und Kommunen, Politik, Zivilgesellschaft, Arbeitgeber und Betriebsräte, Unternehmen und Gewerkschaften. Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land. Und das ist jetzt das Falsche. Ja, das mag so sein, dass Olaf Scholz das auch so sieht, dass man sich da zusammen unter die Arme fasst und gemeinsam schreitet, wie es auch immer bei den Sozialisten der Fall gewesen ist. Das große Problem wird sein, dass viele, viele Firmen und viele Privathaushalte, und deswegen gibt es ja auch die sogenannten Entlastungsprogramme, das völlig anders sehen als Olaf Scholz. Die sind am Ende, die müssen möglicherweise sogar Insolvenz anmelden. Und da bin ich gespannt, ob sich diese Menschen dann wirklich noch aufgehoben fühlen und unterhaken, um diese Krise gemeinsam zu beenden. Entscheidungen zu treffen, die weitreichend sind und die weitreichend auch jetzt schon umgesetzt worden sind. Etwas, auf das niemand anders sich vorbereitet hat. Wir haben zum Beispiel entschieden, um mit dieser Bedrohung klarzukommen, dass wir an den norddeutschen Küsten Flüssiggasterminals bauen, dass wir die Pipelines bauen, die dazu notwendig sind, damit wir unabhängig von Russland Gas nach Deutschland importieren können. Wir haben die Kapazitäten aus den Niederlanden, aus Belgien, jetzt aus Frankreich erweitert, weil wir ein Problem bedacht und uns vorbereitet haben, über das Sie damals noch nicht mal gesprochen haben. Und in einem Tempo, zu dem keine CDU-geführte Regierung in diesem Land je fähig gewesen ist, werden wir es schaffen. Im Januar werden die ersten dieser Terminals ihren Betrieb aufnehmen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung in Deutschland. Ja, da macht es Olaf Scholz auch wieder ein wenig einfach, denn eins ist klar, die SPD hat ja mit Angela Merkel mitregiert, und zwar die letzten 8 Jahre. Also so einfach kann sich Olaf Scholz nicht machen, da nur auf die CDU zu zeigen, vor allem, weil er in der letzten Regierung ja Finanzminister und Vizekanzler war. Haben wir dafür gesorgt, dass sich das ändert mit Gesetzen und Regelungen, die wir auf den Weg gebracht haben. Sie hatten noch nicht mal in der Opposition es fertiggebracht, das eigene Versäumnis als Problem der neuen Regierung unterzuschieben. Wir hatten es schon gelöst, bevor Sie überhaupt mitbekommen haben, dass da eins war. Das ist die Wahrheit, über die wir reden müssen. Und wären wir mit den Speichern für Gas in Deutschland so unverantwortlich vorgegangen, wie das die vorher verantwortliche Minister und die Regierung gemacht haben, dann würde ich Ihnen ausdrücklich sagen, hätten wir jetzt nicht 85% Speicherkapazität, sondern quasi nichts, so wie im letzten Jahr. Das ist der Unterschied zwischen der Union und den Parteien, die jetzt das Land regieren. Sie haben noch nicht mal gefordert, dass wir dafür sorgen sollen, dass die Speicher voll sind. Und da haben wir die Gesetze schon gemacht. Sie könnten auch mal sagen, dass Sie das eine beeindruckende Leistung finden, Herr Merz. Ja, die Generaldebatte verdient bis zum jetzigen Zeitpunkt wirklich ihren Namen. Heißt es der Schlagabtausch dieses Herbstes. Olaf Scholz reagiert sehr, sehr emotional auf Friedrich Merz. So kennt man ihn fast gar nicht. Und es macht spannend, zuzuhören, zuzuschauen. Deswegen schnell wieder zurück. Abgeschaltet werden. Alles das haben wir auf den Weg gebracht. Das war eine notwendige Leistung mit großer Geschwindigkeit und großem Tempo, die wir hier auf den Weg gebracht haben.
Und sogar solche Fragen wie die, die Sie hier nebenbei angesprochen haben, sind längst dabei, gelöst zu werden, wie zum Beispiel, dass natürlich die Kohlekraftwerke loslegen können, auch wenn sie nicht genügend gelagert haben. Und auch die Tatsache, dass die Biomasseanlagen, dass die Solaranlagen alles an Kraft zeigen können, was sie brauchen. Das haben wir gesetzlich alles vorbereitet. Sie brauchen nur noch zugucken, wie das geschieht. Es ist schon erledigt, bevor Sie es ausgesprochen haben. Ein Gesetz gemacht, Fuel Switch, die gesetzlichen Regelungen dafür geschaffen, dass überall in Deutschland Betriebe und Unternehmen Entscheidungen treffen können, dass sie nicht auf Gas zurückgreifen müssen, sondern andere Anlagen betreiben können, damit wir gemeinsam Gas sparen und durch diesen Winter kommen. Auch das haben wir schon gemacht. Sie haben es noch nicht mal gefordert. Ja, und ich weiß, es ist für Sie sehr enttäuschend, weil Sie sich so sehr auf das Thema der Kernenergie konzentriert haben. Aber das, was wir jetzt vorbereiten, ist, dass die Möglichkeit besteht, dass wir die Kernkraftanlagen, die Atomanlagen im Süden Deutschlands betreiben können, damit es niemals einen Strommangel in Deutschland gibt, auch wenn das in diesem Winter im Januar, Februar und März notwendig ist. Das ist vorbereitet und das ist die Grundlage dafür, dass das Ganze, was Sie sich schon vor zwei Wochen als rhetorisches Konzept überlegt haben, hier heute gescheitert ist. Sie reden einfach am Thema und an den Problemen dieses Landes vorbei. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Und wenn andere die Probleme lösen, die Sie noch nicht mal erkannt haben, dann reden Sie auch noch drumherum. Ja, wir sehen einen sehr emotionalen Bundeskanzler Olaf Scholz, unerwartet emotional. Man muss das fast schon als Aufwertung auch von Friedrich Merz verstehen, denn die ersten fünf Minuten hat Olaf Scholz jetzt in seiner Rede fast ausschließlich zugebracht, auf Friedrich Merz zu antworten, auf den CDU-CSU-Fraktionschef und sich zu verteidigen, seine Politik zu verteidigen, zu rechtfertigen. Und das bedeutet natürlich, dass das, was Friedrich Merz gesagt hat, Olaf Scholz durchaus zugesetzt hat. Hören wir weiter rein. Am Beginn des Jahres sagen können. Und weil wir so früh angefangen haben, als noch gar nicht ein so großes Problembewusstsein in Deutschland da war, darum sind wir jetzt in der Lage, dass wir tapfer und mutig in diesen Winter hineingehen können, dass unser Land das überstehen wird. Das ist die Sache, die wir gemacht haben. Insofern sind Sie also schief gewickelt, wenn ich das mal so sagen darf. Sie haben einfach an dem Thema vorbeigeredet, das unser Land wirklich umtreibt. Und wir sind jetzt dabei, die nächsten Dinge zu tun, die notwendig sind, damit die Bürgerinnen und Bürger und unsere Wirtschaft durch diese Situation kommen. Das ist jetzt eine sehr mutige Aussage von Olaf Scholz. Friedrich Merz vorzuwerfen, der die Probleme geschildert hat, der vorgetragen hat, was die Menschen und auch die Firmen umtreibt, dem jetzt vorzuwerfen, er wäre mit seiner Rede schief gewickelt. Da muss Olaf Scholz jetzt dramatisch aufpassen, dass er möglicherweise nicht schief gewickelt ist und die Dinge aus seiner Regierungsperspektive sieht, aber nicht mehr aus der Sicht von Firmenchefs beispielsweise, von Angestellten, von Rentnern und Studenten. Wir haben zwei erste Pakete von knapp 30 Milliarden Euro bereits beschlossen. Jetzt kommt eins noch mal dazu, das knapp 65 Milliarden Euro umfasst, alles zusammen eine ziemlich große Summe. Und es dient dazu, dass die Bürgerinnen und Bürger durch diese Zeit kommen, dass die Unternehmen kommen, durch die Zeit kommen und dass die Arbeitsplätze gesichert werden. You'll never walk alone. Das ist das Motto dieser Regierung. Ich bin sicher, unser Land wird über sich herauswachsen. Wir werden zusammenhalten. Wir werden die Herausforderungen bestehen, vor denen wir uns jetzt befinden. Und wir werden die Probleme lösen, die wir miteinander haben, weil wir niemanden alleine lassen mit seinen Herausforderungen. Und dazu dienen auch all die Entscheidungen, die wir jetzt getroffen haben. Zum Beispiel die Entscheidung zu sagen, dass jetzt, wo in diesem Monat die Energiepreisprämie gezahlt wird, dass alles als Möglichkeit bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern ankommt, haben wir auch entschieden, dass es auch für Rentnerinnen und Rentner und Studenten gelten soll. Das ist eine Entlastung in einer schwierigen Zeit, wo alles teurer wird. Richtig, dass wir das tun.
Wir machen eine Bürgergeldreform, die dafür sorgt, dass diejenigen, die sehr wenig Geld haben, auch durch diese Zeit kommen können, dass sie unterstützt werden. Aber vor allem sorgen wir dafür, dass all diejenigen, die in diesem Land arbeiten oder als Rentner und Rentner einmal gearbeitet haben, all die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, damit sie das finanzieren können, was an teuren Lebenshaltungskosten bei ihnen ankommt. Und das ist geschehen mit den Dingen, die ich schon genannt habe. Aber zum Beispiel auch mit der größten Wohngeldreform seit der Einführung des Wohngelds in diesem Land. 2 Millionen Berechtigte statt 700.000. Das wird unglaublich viele Familien in diesem Land besser stellen. Arbeitnehmern und Arbeitnehmern mit geringen Einkommen und Rentner und Rentner. Eine richtige, eine notwendige Entscheidung. Zum Beispiel, indem wir dafür sorgen, dass Familien unterstützt werden. Das Kindergeld wird erhöht. Die Schritte, die für das nächste und das übernächste Jahr anfallen, ziehen wir zusammen, machen es in einem Schritt mit 18 Euro. Wir sorgen dafür, dass der Kinderzuschlag verbessert wird. Da geht es für manche Familien um ein paar hundert Euro im Jahr, die sie mehr zur Verfügung haben. Eine richtige, eine notwendige Entscheidung in dieser Zeit. Wir sorgen dafür, dass diejenigen, die wenig verdienen und denen wir mit Steuerentlastung wenig helfen können, eine Entlastung bekommen, indem wir die Sozialversicherungsbeiträge, für die sie zahlen müssen, absenken und dafür sorgen, dass bis zu einem Einkommen von 2.000 Euro die Progressionszone bei den Sozialversicherungsbeiträgen fortgesetzt wird. Das sind über 1,3 Milliarden Euro Nettoentlastung für diejenigen, die am wenigsten in diesem Land verdienen und von Steuersenkung sonst nichts hätten. Nicht zu vergessen, dass gerade jetzt, wenn das stattfindet, zum 1. Oktober der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben wird, in einer solchen Zeit eine dringend notwendige Entscheidung, für die wir uns lange eingesetzt haben, meine Damen und Herren. Und wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger, indem wir Steuersenkung beschließen, im großen Umfang, indem wir auf die Inflation reagieren und dementsprechend das flächendeckend organisieren, mit der Anhebung des Freibetrages, mit den Steuersenkungen, die damit verbunden sind. Übrigens verknüpft mit lauter Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen oder schon auf den Weg gebracht haben, wie zum Beispiel, dass die Rentenbeiträge abgezogen werden können vom Steuereinkommen in voller Höhe. Das sind die beiden nächsten Jahre zusammen 5 Milliarden Euro Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine richtige Entscheidung und eine notwendige Entscheidung. Ja, der Bundeskanzler zählt jetzt noch einmal auf, das, was an Entlastung geplant ist, wobei man bei dem Wort Entlastung auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, denn klar ist, gerade das Thema Steuern, das Olaf Scholz gerade angesprochen hat, ist nicht so einfach zu sehen. Viele werden ja aufgrund der Inflation und damit einhergehender Lohnerhöhungen sogar mehr belastet. Deswegen ist das, was da passiert, im genau genommenen Sinne keine Entlastung zum 01.01.2023, nur eine Wegnahme der Belastung. Ein bisschen kompliziert, aber das sollte der Fairness halber einmal gesagt sein. Also keine echte Entlastung, sondern nur eine Zurückstellung des Steuertarifs aufs alte Niveau. Und wir werden deren Entscheidung und die Aktivitäten der Unternehmen unterstützen, indem wir sagen, wenn jetzt wegen dieser Preissteigerung, der höheren Energiekosten, die Sozialpartner, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber vereinbaren, dass es höhere Sonderzahlungen gibt, dann werden wir bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei ermöglichen. Das ist eine konkrete Botschaft des Zusammenhalts in Deutschland und eine Botschaft der Sozialpartnerschaft. Sehen also, wir haben sehr viel gemacht, um die drängenden Probleme vieler Bürgerinnen und Bürger in den Griff zu bekommen. Und wir werden das auch weiter tun, weil das notwendig ist. Die Maßnahmen, die wir gemacht haben, haben ja auch große Erfahrungen mit sich gebracht. Viele haben hier sehr skeptisch diskutiert. Ich erinnere mich an einige Äußerungen aus der Union, wenn ich das richtig höre, erinnere, dass wir das 9-Euro-Ticket einführen. Und ich sage ausdrücklich, das war eine große Sache. Die Skeptiker hatten nicht recht. Und deshalb wird es eine Fortsetzung geben für eine Lösung, die das möglich macht, bundesweit abonnierbare, digital buchbare Tickets zu haben, die zu einem vertretbaren Tarif überall in Deutschland die Nutzung des Nahverkehrs möglich machen. Eine gute Entscheidung, aus der Krise gewachsen, aber für viel, viel längere Zeit sinnvoll.
Was dann natürlich dazu kommt, ist, dass wir die Herausforderungen bewältigen müssen, die mit den steigenden Energiekosten verbunden sind. Wir haben also, als Sie noch nicht daran gedacht hatten, schon das Problem gelöst, wie sichern wir die Energieversorgung Deutschlands, was nicht möglich gewesen ist. Denn die CDU-CSU ist die Partei, die die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland Ausstiegsentscheidungen getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie. Ja, nach einigen eher dürftigen Minuten kommt Olaf Scholz jetzt wieder in Fahrt. Wir hören auch gleich wieder rein. Aber eins ist ganz klar, Olaf Scholz versucht den schwarzen Peter für das große Energieproblem, was wir haben, einzig der Union zuzuschieben. Das ist natürlich falsch. Die SPD hat über viele, viele Jahre in der Bundesregierung mitregiert und sitzt natürlich auch an den Schalthebeln der Macht in vielen Bundesländern. Von daher, das Ding ist zwar souverän rübergekommen, aber stimmt einfach nicht. Unverantwortliche CDU-Politik, die uns in die jetzige Situation gebracht hat. Ja, ja, Herr Merz, hören Sie genau zu. Als ich vorgeschlagen hatte in der Bundesregierung, wir sollten doch Flüssiggasterminals bauen an den norddeutschen Küsten. Wir sollten doch Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten bauen. Und wir dazu einen Brief entwickelt hatten, hat ein Mitglied der Bundesregierung, vermutlich CDU, das dem Spiegel gesteckt, damit sich alle darüber aufregen, dass wir das tun. Hätten wir es Mann getan, will ich ausdrücklich dazu sagen, dann müssten wir jetzt nicht mit diesem Tempo das machen. Und eine Partei, die bis heute fast jede Windkraftanlage persönlich bekämpft, hat überhaupt nichts zu tun mit der Frage, wie lösen wir die Energieversorgungsprobleme der Zukunft. Das ist die Wahrheit. Wir aber haben in diesem Jahr schon mehrere Gesetze auf den Weg gebracht und werden noch weitere auf den Weg bringen, die dazu führen, dass wir in dem notwendigen, schnellen Tempo den Ausbau von erneuerbaren Energien zustande kriegen. Offshore-Wind, Onshore-Wind, Solaranlagen, ein starkes, leistungsfähiges Netz und selbstverständlich alles, was dazugehört. Ja, Polemik gehört dazu, das muss auch sein in so einer Bundestagsdebatte, die natürlich spannungsgeladen ist. Aber wichtig zu wissen, und das sollten auch unsere Zuschauer wissen, es waren vor allem auch die Grünen, die sich in den letzten Jahren vehement auch noch zu Jahresbeginn gegen den Bau von LNG-Terminals ausgesprochen haben. Also, die sitzen in den eigenen Reihen von Olaf Scholz. Hören wir schnell wieder rein. Dafür tragen Sie die Verantwortung. Es war unverantwortlich, das zu tun. Und es ist gut, dass Sie in der Opposition sind, damit wir die industrielle Modernisierung unseres Landes hinkriegen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben und uns nicht mehr vor den Problemen dieses Landes drücken. Ja, wir müssen unabhängig werden von den Gasimporten aus Russland, und das werden wir in großer Geschwindigkeit tun. In Wilhelmshaven, in Stade, in Brunsbüttel, in Lubmin werden neue Terminals entstehen. Wir haben an den westeuropäischen Küsten mit unseren Freunden gesprochen, in den Niederlanden, in Belgien, dass sie die Terminals ausbauen und die Leitungskapazität mit Frankreich, dass das erste Mal Gas zu uns liefern wird. Wir haben Probleme gelöst, da hatten sie noch gar nicht mitgekriegt, dass die überhaupt existieren. Und das ist das, was wir jetzt zustande gebracht haben mit den Terminals im Norden und mit denen an den westeuropäischen Küsten. Werden wir eine sichere Energieversorgung für Deutschland gewährleisten. Was aber natürlich auch dazu gehört, und das will ich dazu sagen, ist, dass wir jetzt nachdem wir die Versorgungssicherheit zum großen Thema gemacht haben, auch das Problem mit den Preisen in den Griff nehmen.
Und deshalb ist es richtig, dass wir sagen, wir werden das Marktdesign auf dem Strommarkt verändern. Wir werden nicht zulassen, dass die hohen Preise, die für Strom aus Gaskraftwerken heute gezahlt werden, dazu führen, dass es extra große Profite gibt für jemanden, der das mit Windkraft, mit Wasserkraft, mit Solarenergie, der das macht mit Braunkohle und Steinkohle oder Nuklearenergie, sondern wir werden diese zusätzlichen Gewinne abschöpfen, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten mit einer Strompreisbremse. Das ist die richtige Antwort und wir haben sie gegeben. Und natürlich werden wir uns mit der Frage der Gaspreise auseinandersetzen müssen und der hohen Kohlepreise und Ölpreise, die ja alle davon auch mit berührt sind. Wir haben uns darum gekümmert, dass das möglich ist. Wir sorgen jetzt dafür, dass wir zusammen mit Europa diskutieren, wie kriegen wir das Thema in den Griff. Denn anders als beim Strommarkt geht es ja darum, dass wir importieren aus Ländern, die die Preise anderswo bestimmen. Aber wir müssen trotzdem hinkriegen, dass sich das ändert. Das Erste, was wir hinkriegen müssen, ist, dass wenn wir das geschafft haben, worum wir uns jetzt im Eiltempo kümmern und sich vorher niemand gekümmert hat, nämlich, dass wir jederzeit Gas aus aller Welt importieren können, mit den ganzen Terminals, über die ich eben gesprochen habe, dass wir den Weltmarktpreis nur bezahlen müssen und nicht die höheren Preise, die durch diese fehlenden Importstrukturen heute aufgerufen werden. Aber wenn wir das geschafft haben, dann geht es jetzt auch darum, dass wir den Weg beschreiten, wie wir diese Preise nach unten kriegen. Das werden wir mit unseren Freunden in Europa und mit allen hier in Deutschland erörtern. Denn das ist eine Sache, die wir nicht auf sich beruhen lassen. Die Preise für die Energielieferung müssen runter. Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Preise auch bezahlen können. Und wir werden dafür sorgen. Wir erleben eine Zeitenwende. Ich habe das hier im Deutschen Bundestag gesagt. Das ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der die europäische Friedens- und Sicherheitsordnung zertrümmert hat, der unverändert eine riesige, große Bedrohung ist für Frieden und Sicherheit in Europa. Denn das war ja die Verständigung der letzten Jahrzehnte, dass das nicht passiert, dass man mit Gewalt Grenzen verschiebt. Und etwas anderes ist es nicht als Imperialismus, was der russische Präsident versucht, sich nicht einfach Teile des Nachbarterritoriums oder das Ganze anzueignen. Und man darf ihn auch nicht missverstehen. Er hat das ja alles öffentlich gesagt, in Aufsätzen geschrieben. Es gibt überhaupt nichts an der Frage zu deuteln, was seine Absicht ist. Deshalb unterstützen wir die Ukraine mit unseren Verbündeten. Wir tun es schon sehr lange und wir tun es sehr effektiv, auch mit den notwendigen schweren Waffen, mit Artillerie, mit Möglichkeiten zur Luftverteidigung und all dem, was wir auf den Weg gebracht haben. Das sind die modernsten Waffen, die exakt jetzt in dem Gefecht im Osten der Ukraine gebraucht werden. Wir werden das auch weiter tun. Das ist unsere Verpflichtung, solange wie es notwendig ist. Und es ist sehr umfangreich, was wir getan haben. Aber eins unterscheidet uns von Ihnen ganz offensichtlich. Sie haben es heute bekannt. Wir werden keine Alleingänge machen. Wir werden keine deutschen Alleingänge machen. Das wäre ein schwerer, unverantwortlicher Fehler. Und ich sage ausdrücklich an die Union gerichtet, wer für Alleingänge plädiert, sollte dieses Land nicht regieren. Und was wir tun, ist eingebettet in die gemeinsame Handlung mit unseren Verbündeten, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wer mich verstehen will, wer genau begreifen will, was die Regierung leitet, der braucht nur den Aufsatz von Präsident Biden in der New York Times durchlesen, wo er exakt das erzählt hat, was ich Ihnen hier auch sage. Erstens, wir werden als Verbündete handeln. Wir werden keine Entscheidung treffen, die dazu führen, dass der Krieg, den Russland verbrecherischerweise gegen die Ukraine führt, zu einer Eskalation eines Krieges führt zwischen NATO und Russland. Aber wir werden das Notwendige tun. Und genau entlang dieser Linie, eng eingebettet in das Bündnis mit unseren Freunden in aller Welt, unterstützen wir die Ukraine und werden es so lange machen, wie es notwendig ist. Das sind ernste Zeiten. Das sind ernste Zeiten, in denen der Zusammenhalt einer Gesellschaft von allergrößter Bedeutung ist. Und deshalb sind es auch Zeiten, in denen sich immer wieder beweisen muss, zu was wir miteinander fähig sind. Ich bin überzeugt, wir sind ein Land, das diesen Zusammenhalt auch hat.
das in der Lage ist, die schwierige Zeit zu bewältigen, in der wir uns jetzt befinden, und das auch in der Lage ist, den Weg in die Zukunft zu beschreiten. Das haben wir gemacht mit weitreichenden Entscheidungen in diesem Jahr, weitreichendere Entscheidungen, als sie in den letzten Jahrzehnten über alle Zeit hinweg verteilt worden sind, in einem einzigen Jahr. Das ist die Aufgabe der Regierung, und das werden wir auch weiter so tun. Schönen Dank. Ja, das war jetzt die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie begann sehr emotional, 5 Minuten quasi Rechtfertigung. Olaf Scholz hat dann seine Regierungspolitik erklärt. Er hat immer wieder auch appelliert. Er hat gesagt, dass Deutschland ein starkes Land ist, was sich in dieser Krise unterhaken wird, und hat vor allem die Opposition, Oppositionsführer Friedrich Merz, mit viel Kritik bedacht, hat auch immer gesagt, die CDU war eigentlich die Partei, die verhindert hat, dass Deutschland beim Thema Energiewende weiter ist, als es aktuell ist, die dafür extrem mitverantwortlich ist, dass Deutschland in dieser schwierigen Energiekrise ist. Und ich glaube, jetzt gleich geht es hier weiter im Programm. Aber das war eine spannende Rede, es war eine Sternstunde, wie es so schön heißt, des Parlamentes.